Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Jawohl, wie im letzten Part angedroht, wenn wir uns jetzt noch den anderen Forts vornehmen. Und es sind, soweit ich sehe, nur drei Forts zum Übernehmen. Das sollte durchaus möglich sein, oder? Ja, ich hoffe es zumindest. So, das war die Verteidigung. Dann können wir es jetzt stürmen. Ein bisschen Peng-Peng muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Oh ne, du bist ja gar kein Offizier, tut mir leid. Jetzt hätte ich dich fast umgebaut, obwohl du unschuldig bist. Hui. Da unten bist du, mein Freund. Peng. Gut, dass wir jetzt vier Pistolen haben. Was? Du bist scheiße und stinkst aus dem Maul? Das hättest du mir doch nicht sagen müssen. Weil diese Gegner die Oberschärme, also wirklich. Aber mehr Kumpel, ich muss dich leider abstechen. Oder abschießen, je nachdem. Mann, der ist aber heilig. Ach Gott. Das hat er mir umgehauen, ey. Glaub's ja nicht. Nein, der boxt mich. Das finde ich nicht nett. Muss ich dich leider abschießen, tut mir leid, Kumpel. Den Kriegsraum erreichen. Hallo, ich muss deinen Oberanführer gerade töten. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Mann, Mann, Mann. Hörst du wohl auf? Verkackt. Den habe ich eigentlich voll nicht getroffen, aber ist auch egal. So, Zeit wieder die weiße Flagge zu hissen. Tja. Und auf zum nächsten Vor. Ach ne, erstmal müssen wir uns ja angucken, was wir alles freigeschalten haben. Schaut mal. Aha, aha, aha. Cool, cool, cool. Machos Interessantos. Satanilas, Satanalas. Da gibt es auch wieder zwei Maya-Dinger. Das ist ja eine wahre Freude. Aber bevor wir gehen, müssen wir natürlich erstmal noch den ganzen Müll hier einsammeln. Ich meine, zugegeben müssen tun wir es nicht, aber es fühlt sich mir gut an. I don't know. Auch wenn die Belohnung irgendwie zu wünschen übrig lässt und man gefühlt nur noch so seine Cheats dafür freischaltet. Naja. It is what it is. Boop. Auf zum nächsten Vor, das auch schon da hinten in Sichtweite ist. Contoyor. Sehr interessant, sehr interessant. Diesmal war ich sogar so schlau und habe mir Mörsergranaten hier gekauft. Ein Sturm sieht übel aus. Ja, sieht ganz gut aus eigentlich, der Sturm, wenn er mich fragt. Peng. Irgendwie macht das nicht so viel Spaß, mit das mit den Kanonen abzuschießen. Feuer! Also lassen wir es einfach mal sein. Könnte sie lahmlegen. Ach, wie süß, eine Unterhose. Kommt die da näher? Haben die etwa ihre Magie benutzt, um die zu spawnen? Das finde ich ja ziemlich rassistisch. Tja, auch die feindliche Windhose konnte uns nicht davon abhalten. Die Verteidigung zu zerstören und wie durch ein Wunder ist die Ventus auch despawned. Hm, komisch. So, dann wird es mal wieder Zeit, ein paar freundliche Offiziere zu vernichten. Hängen. Ah, ihr seid eine schlechte Leibwache. Ihr seid eine schlechte Leibwache. Trolla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 l
Aber was für ein Mensch wäre ich denn, wenn ich nach einer Voreroberung es nicht plündern würde? Richtig ein grausamer Mensch. Darum machen wir das mal hier ganz schnell. Okay, cool, das war jetzt nicht geplant. Danke dafür, Merkel. Ja. Dann machen wir das halt hier und cut, ist mir doch wurscht. So, einmal mitnehmen, da drüben ist immer noch eine rote Markierung, wo ich hinschießen möchte. Aber ich glaube, das hat sich erledigt. Auf zum nächsten Anus-Fragment. Hurra! Und die letzte Truhe bitte auch noch. Verstecken bringt nichts, ich finde dich ja doch. Perfekt. So, da vorne ist es nun endlich. Das letzte Vor. Das letzte feindliche Vor. Was, nicht träumen? Warum nicht träumen? Ich möchte träumen. Mörser! Ui. Obwohl ich immer noch finde, das ist Mörser. Scheiße sein. Aber gut, ich habe sie auch nicht geupgradet zu Max. Das könnte natürlich auch ein Grund sein dafür, dass sie nicht so gut sind. Man weiß es nicht. Was sind sie los? Wir haben uns im Visier. Was sollen wir nur tun? Hängen. Oh nein, er hat mich im Visier gehabt. Ich sehe sicher, dass sie am schwächsten ist und nicht am stärksten. Hängen. Ah, komm schon. Jawoll, wieder haben wir es kaputt gemacht. Was soll man denn damit schon unterschätzen? Da gibt es nichts zu schätzen. Tut mir leid, Schätzchen. Ha! Das war ziemlich unnötig, aber wo ist das nochmal? Bereit zum Feuern, Captain. Hallo! Von der Breitseite. Und ein Türmchen noch. Vielleicht ist das ja mein Ziel, euch in Stücke zu reißen. Perfekt! Zeit zum Anlegen. So, die Offiziere des Forts eliminieren. Sind sogar nur zwei. Mehr konnten sie sich wohl nicht leisten. Macht natürlich meine Arbeit und meinen Sieg ist einfach mal nicht wahr. Hängen. Wie auch immer der erste kein Headshot war. Naja, Hilfe, ich möchte nicht berührt werden von dir. Ii, fui. Du hast dich bestimmt schon seit Monaten nicht mehr gewaschen, du Fettsack. So, hallo mein Freund. Ja, jetzt würde ich aber mal aufpassen, sonst bist du gleich noch ein bisschen abgestochen. Hat er gerade gesagt, ich bin der maskierte Muchacho. Aua, ich werde abgestochen von ihm, Hilfe. Einfach vollkommen ignoriert. So, weg mit der scheiß spanischen Flagge und hoch mit der schwarzen Flagge. Oder der weißen oder der grauen oder 50 Shades of Grey, was auch immer für eine Fahne, Flagge, fucking Farbe das ist. So, was haben wir jetzt hier für Tolles aufgedeckt? Aha, 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 interessant, interessant. Oh, ein Tempel, wer hätte es gedacht? Ja, und wir hätten damit wohl offiziell alle lustigen Forts eingenommen. Das finde ich gut. Dann auf nach Pinos Eisel, weil wegen Maya-Dings. Ach nee, erstmal müssen wir den ganzen bisschen noch einsammeln. Stimmt, hier, ich schussel. Kein Geblabla von wegen, hey, geil, du hast alle voreingenommen und jetzt bist du mit der King of Todesschatten. Schade, schade. Sehr enttäuschend. Aber so ist das nun mal bei Ubisoft. Alles sehr enttäuschend. Immerhin bleiben die Truhen ohne DLC offenbar offen. Deutsch kann ich auch schon nicht mehr sprechen. Schade aber auch. Ja, du mach hier nicht ein auf weiß ich was, sondern spring hier rüber. Klappe. Und dann noch ein kleines Fragment. Ja, möchte ich haben. Wo ist Fragmento? Fragmento ist da. Hol ich mir Fragmento, fliege ich auf Fresse. Geil. Alle tollen Fragmente eingesammelt. Auf geht's zum Maya-Tempel. Ach nö, ein paar Stalker. Naja, die ignoriere ich aber mal gekonnt. Oh nein, ein Sperrgebiet. Was soll ich nur tun? Holy shit, da ist ein Franzosen, da ist ein Spanierschiff. Mensch, hoffentlich greift es mich an. Darf ich es versenken? Oh nein, es möchte auf die Fresse. Verdammt. Na, wenn es mich so liebt, würde ich darum fragen. Dann möchte ich den Wunsch doch nicht verneinen. Tschüss. Guck mal, was du dabei hattest, du Arschloch.
Wir werden auf Sie treffen, Sir! Aha. Metall und Stoff. Nein, meine Verfolger sind da. Das ist Feuer! Ja. Da ist Ihre Schwachstelle! Ich werde sie nicht versenken, das wäre echt schade. Segelberg! Komm doch ein bisschen näher, mein Freund. Vieren und einholen! Oberst! Oh, tschüss, du Sackgesicht. Perfekt. So, Zeit hier anzudocken, ne? Ja, oder auch nicht, weil der noch einen scheiß Spanier auf die Fresse möchte. Na gut, wenn ihr es unbedingt wollt. Da kann ich einfach rankommen. Volle Breitseite oder sowas. Peng! Das war lustig. Ja komm, Enter, wir das sehen, damit wir die Folge loswerden. Und tschüss, du dreckige spanische Flagge. Hurra, ein weiteres Schiff ist auseinandergenommen. Oh, Freude. Das ist überhaupt dabei gehabt. Oh, mitteilen am Ende etwas. Bekanntheitsgrad begonnen. So, da wollen wir doch mal hier ankern, ne? Hoffentlich. Alle klar zum Bergen. Pinos Eisel. Zwei Meierstellen. Let's fucking go. Ich freue mich schon auf die beiden Mistviecher, die mich hier angreifen werden und dich an einem Artefakt verrecken lassen werden, tun sein werden. Guck mal, da ist eins. Ha! Und ich habe ich gesehen, du Stück Scheiße. Oh Gott, du glitscht aber ziemlich mal, ne? Will ich dich mal von deinem scheiß Leben befreien. Du blödes Arschloch. Ritzi, ritzi, schlitzi, schlitzi. Ja, Pantherpelz. Leg ich mir vor meinen Kamin, den ich nicht habe. Da ist ein Meierstein, ich weiß, aber ich möchte erstmal auf den Aussichtsturm. Dann weiß ich, was hier nämlich los ist. Nicht, dass ich jemals wüsste, was hier irgendwie los ist, aber tun wir mal so, als ob. Ui. Schicki, schicki. Sieht fast aus wie die Assassinen, oder? Ja. Frag mich jetzt nicht, warum ich runtergesprungen bin. Es fühlte sich richtig an, okay. Ist die scheiß Truhe. Als ob die da oben ist. Arsch mich nicht. Er hat bestimmt nicht die Truhe markiert, oder? Ja, doch. Ist so. Nein, so viel halt so. Tja. Los, öffne dich. Arschloch. Dann den Pissfrag, das Pissfragment, weil wir ja schon mal auf der Höhe sind. Ui. Hallo, liebste Maya-Stelle. Welche Geheimnisse verbirgst du? Was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Wird ja auch immer nerviger, hä? Ja, das muss, glaube ich, in die andere Richtung. Ich will es immer mit der Maus drehen, aber das ist, glaube ich, keine gute Idee. Aber so macht's Sinn, ne? Ja, wusste ich doch. Mal bin ich klug. Geilo! Wenn ich so blöd wäre, könnte man ja fast meinen, ich habe einen Guide nachgeguckt. Aber ich wirklich nicht. Ich bin so klug, ja wirklich. Bam. Das hat er diesmal nicht mit seinem Schwert rausgeholt. Ich bin fasziniert. Ich bin fasziniert. Normalerweise holt er das immer mit seinem Schwertchen raus. Heute nicht. Truhe. Truhe. Hallo, liebe Leiche. Was hast du denn wieder für mich? Eine Schatzkarte, nehme ich mal stark der an. Der Tag hat sich gelohnt. Findest du? Ja, 327. Da bin ich bestimmt momentan. Nicht ganz so weit weg, aber auch nicht da. Also, irgendwann anders mal. Jetzt schnappe ich mir erstmal die Truhen, die hier rumstehen. Peng. Und peng. Und zwischen den Bäumen ist noch ein kleines süßes Anusfragment. Dann holen wir uns das doch mal eben. Kommt zu Daddy. Hui. Krass. Und die kleine knuffige Truhe. Und hier haben wir eine knuffige kleine Maya-Stelle. Ich wollte zwar nicht die Truhe da unten holen, aber da müsste ich für die blöde Maya-Stelle wieder hochklettern. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben schon wieder die vergessen, dass wir den Dingenskirchenzieher das drehen können. Das sieht richtig aus, aber ja, tatsächlich. Hurra! Erreichen! Ja, aber erstmal, warte mal, was ist das blöde Fragment? Das ist bestimmt hier oben, oder? Ja, bitte festhalten, danke. Ja, da ist er, ja.
Hui. Und tot. Das Wasser ist niemals tief genug gewesen, um dass du dir nicht deinen Scheißhals gebrochen hättest. Und dann grab mir mal aus in den guten Stein. Ach, das machen wir wieder mit dem Schwert hier, ich verstehe. Das kann wieder länger dauern, ja. Ui, guck mal, da ist gar nichts runter gewesen. Voll verarscht. Cool. Hi, noch ein Schlüsselstein. Eieieiei. Wie viele gibt's eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Egal, Kiste. Und damit haben wir Pinos Insel auch erfolgreich abgeschlossen. Mensch, da freue ich mich. Da freue ich mich direkt. Ha. Na gut. Dann würde ich auch sagen, obwohl wir erst bei 16 Minuten sind, mache ich einen kleinen Cut. Wir sind zum nächsten Part von Assassin's Creed wieder. Wenn ich eventuell auch tatsächlich mal rausgefunden habe, wie viele Dinge ich noch brauche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.